Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Ergebnisse der externen Wirtschaftsprüfer, die das Verwaltungshandeln bei der Unterbringung von Flüchtlingen untersucht haben, liegen nun vor, und sie sind erschreckend. Wir reden seit Oktober 2012 über die desaströse Lage bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Es ging und geht dabei um Intransparenz, um fehlende Wirtschaftlichkeit, um horrende Kosten und um fehlendes Controlling. Nicht nur die Oppositionsfraktionen haben dies angesprochen, sondern es wurde sehr konkret untermauert von dem Flüchtlingsrat und den verschiedenen Unterstützergruppen. Viele dieser Hinweise tauchen jetzt in diesem Bericht auf. Sie haben sich nicht nur bewahrheitet, es ist noch viel schlimmer als gedacht. Keine Vergabeverfahren, unübersichtliche und lückenhafte Aktenführung, fehlende Verträge, Doppelzahlungen, ominöse Zuschüsse an ominöse Betreiber und auch keine Kontrollen der Fachaufsicht, was ja Herr Chaya vorhin ganz anders gesehen hat. Dieser Senat und diese Koalition haben die ganze Misere von Anfang an laufen lassen. Sie haben keine Vorsorge getroffen, obwohl alle in dieser Welt wussten, dass die Anzahl der Flüchtlinge zunimmt. Nur Sie haben von nichts gewusst. Und jetzt steht es genau in diesem Bericht. Es wird Ihnen attestiert, Sie haben versagt. Und mit diesem Zugucken, mit diesem Nichthandeln waren Sie es letztlich, lieber Herr Chaya und liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, die dieses lukrative Geschäftsmodell vorangetrieben haben, mit dem sich aus der Not der Menschen viel Geld machen lässt. Und Sie haben damit im Übrigen die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung hochgetrieben. Auch das zeigt der Bericht. Und in all ihrer Tatenlosigkeit haben wir heute im Ergebnis immer noch keine Unterkünfte und Wohnungen für Flüchtlinge, also nicht ausreichend. Dafür sind aber unkontrolliert mal wieder Millionen in diesem Land geflossen, dieses Mal in Unternehmenstaschen. Und so stellt sich jetzt die Frage nicht mehr, ob ein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, sondern es stellt sich die Frage, wie hoch dieser Schaden ist. Und auf diese Fragen, Herr Chaya, möchten wir antworten. Deshalb auch unser Antrag. Wir fordern den Senat auf, eine detaillierte Auflistung der finanziellen Schäden für das Land vorzulegen. Dabei wollen wir, dass Sie aufzeigen, in welcher Frist Sie von welchem Betreiber welche Summe, warum zurückfordern. In vielen Fällen lässt sich der Schaden schon jetzt beziffern, nämlich dort, wo Überzahlungen nicht zurückgefordert wurden, wo überteuerte Leistungen wissentlich gezahlt wurden, wo Doppelzahlungen nicht korrigiert wurden, wo Rückforderungen erst gar nicht erhoben wurden oder Verträge angepasst wurden. Aber das ist noch nicht alles. Es gab, hatte ich schon gesagt, in keinem Fall eine Ausschreibung. Auch dadurch ist vermutlich wirtschaftlicher Schaden entstanden. Den Schaden könnte man schätzen, indem man Retroperspektiv-Alternativangebote simuliert. Und wer den Bericht und die Anlagen gelesen hat, der weiß, dass genau dies notwendig ist. Und dazu, Herr Chaya, möchten wir von Ihnen was hören. Wir möchten sogar, dass Sie diese Untersuchung durchführen. Sie, lieber Herr Chaya, hatten in den letzten Jahren sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass etwas schiefläuft. Sie haben jeden Hinweis abgebügelt und Sie haben nicht gehandelt. Die politische Bewertung des Berichts und vor allem der Anlagen ist die Voraussetzung, wenn man irgendetwas ändern möchte. Dafür steht unser Antrag. Stimmen Sie dem Antrag zu, liebe Kolleginnen und Kollegen,
und handeln Sie endlich. Sie tragen die Verantwortung für diese Misere. Legen Sie Lösungen vor. Bisher haben Sie das nicht gemacht. Vielen Dank.